Heißes Wetter bedeutet oft grillen. Deswegen machen wir wieder eine schöne Kräuterbutter mit Curry. Genau. Wir nehmen nämlich noch Curry dazu. Also wir machen eine Curry-Kräuterbutter. Ja. Klingt schön. Ja, klingt schön. Könnte man noch abkürzen, so Marketing. Aber lass uns einfach... CKB, oder? Curry? Kräuterbutter. Wir haben, wie ihr wisst, gefühlte 8000 Grad. So sieht es nämlich aus. Aber ist natürlich wieder ein manuelles Rezept. Deswegen haben wir uns den Spickzettel hier. Und diesmal kommt der Spickzettel von Rezeptwelt.de. Das war auch richtig. Das heißt, wir adaptieren wieder ein Rezept aus dem Thermomix. Der übrigens gerade ausgegangen ist, genau wie mein Cookit, die Arbeitsverweigerer. Guck mal, Bosch und Vorwerk, da sind sie. Zack, 17 Uhr Feierabend. Ja, ist echt so. Aber, achso, jetzt geht's wieder an. Genau, wir machen auf jeden Fall, wir adaptieren das wieder. Ist letztendlich eine Curry-Kräuterbutter, weil wir uns überlegt haben, bei dem heißen Wetter machen wir so eine Art Grill-Special. Das heißt, wir fangen mit der Curry-Kräuterbutter an. Burger-Patties, aber ganz besondere Burger-Patties. Und dann werden wir noch das Pfannenbrot machen, weil wir es direkt auf den Grill schmeißen können und da quasi... Genau, wir haben uns gedacht, 50 Grad Außentemperatur, was gibt es Schöneres als einen Grill da reinzuschmeißen. So sieht's aus. Aber geht schnell. Und am Ende, das wird quasi unser Favorit in dieser, ja, ich nenne es mal Grill-Special-Woche. Oh, es gibt eine Cheddar-Soße. Für den Burger natürlich. Also, wir machen quasi einen Burger und eine passende Kräuter-Curry-Butter. Aber genug gelabert. So. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir fangen an. Also, dann schauen wir mal. Als allererstes fangen wir mit der Butter an. Wer hätte es gedacht? Man soll das Ding schaumig rühren. Wir haben uns jetzt mal dazu entschieden. Zwillingsrührwiesen beim Cookit. Ich weiß nicht, bei dir der Schmetterling? Ich habe den Schmetterling wieder drin. Also laut Rezept... ich würde den Schmetterling wieder reinpacken, sagen wir mal so. Daniel will sich weigern, wir wissen, ob es auch ohne geht. Man soll also laut Rezept 250 Gramm Butter in Stücken in den Topf geben und schaumig rühren. Aber jetzt ist der Punkt auch einfach. So. Im Rezept steht drin, dass man die Butter so oder so erstmal schaumig schlagen soll. Also verstehe ich nicht, wieso... sollte ich... das Ding stückig machen. Siehst du, das dauert nämlich Jahrhunderte. Ja, weil vielleicht bei dir der Schmetterling sonst nicht packt, oder? Packt der komplett. Ja, aber dann nehme ich halt den Löffel jetzt hier oder das Messer, was wir machen, und dann verteile ich die Butter einfach da drum, so, zack, zack, ich hab rumgesaugt. So, quetsch das ein bisschen nach unten, kratz noch hier von der Packung die restliche Butter ab. Das ist richtig. Also werden wir mal gucken, wer von beiden die geilere Curry-Kräuterbutter macht. Mal wieder ein harter Vergleich der Maschinen. So. Und dazu natürlich auch noch Küchenmaschinen. Ich wollte gerade fragen, erwähne doch auch mal die zwei hier. Ja, erwähne doch auch mal die zwei Geräte. Ich weiß im Nebensatz. Warte. Hast du gerade die Butter abgelegt? Episch. Die Holländer sind verrückt. Nicht nur der Käse hat es dir angetan, die Butter auch. Ich muss doch hier mal die Butter zur Seite schieben. Ich gehe mal bei mir auf manuelles Kochen. Mach du mal. Ich habe ja noch Zwillingsrührwesen drin. So. Deckel drauf. Das ist laut Rezept. Eine Minute 50 laut Thermomix Stufe 4. Was nehme ich denn? Stufe 4, du hast 10 Stufen, richtig? Das klingt nicht gut. Das klingt natürlich gut an Schmetterling schreddern. Oh oh. Das klang, als hätte es ein Schmetterling geschreddert. Ja. Ich habe ihn nicht geschreddert. Aber er steckt auch nicht richtig drauf, oder? Scheinbar nicht. Mach vielleicht mal Stufe 1 zum Gucken. Du hast 10 Stufen, ne? Sehe ich richtig. Achso, 45 Grad machen wir nicht. Was hast du gesagt? 1,5 Minuten, ne? Du hast 1,5 Minuten Stufe 4. Das heißt, du hast 10 Stufen, ne? War richtig. Ja. Ich mache jetzt einmal. Ich habe 18, was mache ich? Achso. Ja, vielleicht, weil er nicht durch die Masse kommt, wird stückig. Er kommt durch die Masse. Ich habe halt nur 7 Stufen beim Rührbesen. Das überlege ich halt gerade. Mach halt die Hälfte. Mach halt 3. Oder 2,5. Jetzt habe ich 4. Jetzt habe ich 4. Hauptsache, du fängst mal an. Hauptsache, du fängst mal an. Das wird. 1,5 Minuten haben wir durch. Ja, das ist. Also es lohnt sich jetzt auch nicht wirklich vorzuspulen, weil ich würde gerne noch einmal auf den Thermomix kommen und vor allem auf die Cookie-Do-App. Die ist nämlich einfach überragend. Wie gesagt, es gibt 4 Rezepte, 3 davon sind aus dem Cookie-Do, ne? Was jetzt? Ich war kurz abgelenkt vom Thermomix. Genau, also 3 Rezepte sind vom Cookie-Do direkt.
Das Geile ist, du kannst sie halt auswählen, du kannst sie alle direkt auf die Einkaufsliste klatschen, du kannst sie einfach abhaken, der summiert die gleichen Rezepte, also das ist... Das ist wirklich sehr, sehr geil. Also das ist beim... Ja, diese Einkaufsliste... ist mega umständlich. Dieses heute Kochen mit dem Wochenplaner, Einkaufsliste, du musst keine Einkaufsliste schreiben, du packst das Ding in den Einkaufswagen, machst einen Haken, da ist Vorwerk einfach wieder ein geiler Einkaufs. Das muss man einfach mal sagen. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Ehrlich. Das Saunahandtuch bei 40 Grad ist immer Gold, mein Freund. Ne? Ja, du bist ja auch Mr. Niagari. Das ist richtig. Das ist richtig. Also, guck mal, Daniel. Kommen noch, aber das schön. Meine. Wir haben gleich Butter. Ach nee, ist ja keine Sahne. So, hat er Spaß gemacht. Oh, ich höre das trotzdem noch. Also, ich würde mal sagen. Finde ich aber. Kann man mal machen. Sieht episch aus. Ja, ja. Bei mir nicht. Im Cookie sieht scheiße aus. Nichts von gut, bei mir sieht irgendwie geil aus. Wieso? Das ist Killer. Das sieht nicht aus wie schaumig geschlagen. Das sieht aus wie einmal an die Wand gepresst und danach nie wieder berührt. Ach, du hältst dein Schnauze, ey. Ist das schaumig? Also, ich bin mal gespannt, wie es bei mir aussieht. Guck mal. Als hätte ich es geahnt. Hat das halt schaumig geschlagen, Digga. Das ist eine ganz andere Konsistenz, oder? Gefühlt. Oder? Findest du nicht? Also weiß ich nicht. Bei mir sieht es halt wirklich mehr schon jetzt aus wie eine Creamy Mayo irgendwie. Genau, ich wollte gerade sagen, es sieht mehr aus wie eine Mayo, aber ich will ja keine Mayo. Das ich will eine Kräuterbutter. Butter. Boah, ich finde Butter. Rein in den Wanst. So. So, und was kommt jetzt? Also, ganz einfach, mit dem Spatel alles nach unten schieben. Gut, ich würde jetzt bei mir behaupten, bei mir ist nichts zum Nachunten schieben. Ja, ich habe es schon gemacht, während... Du bist ein Fuchs. Ja, man muss ja sagen, grundsätzlich, das ist so der Standardschritt in jedem Thermomix-Rezept. Spatel alles nach unten schieben. Das ist so automatisch, sobald ich den Deckel aufmache, schiebe ich alles nach unten. Das ist richtig. Ja, jetzt einfach den ganzen Rest hinzufügen. Wie jetzt? Also die Kräuter? Also Kräuter? Genau, in dem Rezept steht drin, dass man eine Dreiviertelpackung Kräuter benutzen soll. Wir haben jetzt gesagt, das macht Sinn. Also das hier ist jetzt zum Beispiel 50 Gramm, das sind 75 Gramm. Wir haben jetzt gesagt, da machen wir halt 50. Das Prinzip 50, dann kommen wir nämlich hin. Ich wiege das mal ein. Genau. Das finde ich übrigens beim Thermomix immer noch scheiße, dass ich erstmal einmal swipen muss. Aber ansonsten... Huch! Wir haben uns jetzt übrigens für die 8 Kräutermischung entschieden. Genau. Nur um das schon mal kurz zu sagen. Und das ganze TK. Ja, also ich grundsätzlich TK hat oft einen schlechten Ruf, ist das aber gar nicht so schlecht, weil meistens sogar zum Beispiel beim TK-Gemüse mehr Vitamine drinstecken als im frischen Gemüse. Also im Anführungsstrichen frischen Gemüse. Haben wir übrigens auch gemacht beim Turmgar. Genau. Beim Turmdampfgar. Auch geil. Kann man bestimmt auch. Turmdampfgar. TDG. Haben wir wieder eine Wortkreuzung. So, Salz, Pfeffer, Curry etc. Muss auch alles rein? Jetzt direkt? Guck, es steht alles hinzugeben. Wir müssen also noch einmal schauen, wie viel. Ich würde mal behaupten, steht da nicht. Steht ja nicht. Steht nur in der Einkaufsliste. Schön. Dann machen wir einfach mal so nach Gefühl. Das ist Pfeffer, genau. Ich mache mal ein bisschen Salz. Am Ende, das Schöne daran ist ja, man kann ja immer nachwürzen. Ja, genau. Also, man muss ja eh individuell abschmecken. Ne? Also. Ich würde jetzt auch hier nochmal das Salz... ich nehme da einfach mal einen Teelöffel. Das ist nämlich das Schöne... So, willst du vielleicht auch hier? Ja, ich habe... Ja, mach ein bisschen ruhig, bitte. So, und dann... Ja, Curry weiß ich aber davon, 1,5 Teelöffel. Also, nee, 2 bis 3 Teelöffel sogar. Genau. Das hat er gesagt. Das Curry einmal da. Ich habe... Übrigens sehr zu empfehlen. Ja. Jetzt hör auf mit dieser Schleichwerbung. Diese Magnete. Die haben hier so einen Magneten. Ja. Die kannst halt dann alles machen, was man nicht ist. Sprich, wenn du Platz sparst wegen Gewürzen, du kannst so ein 12er-Set, ist es, kannst du halt an eine Mikrowelle, an einen Kühlschrank und hast immer dein Curry da. Und das Dennis sagt sich, alle guten Dinge sind 3. Wir erwähnen es einfach in 3 Videos. So. Ja, weil es einfach eine mega geile Geschichte ist. Ist auch so. Also das muss ich auch sagen. Also man muss da auch mal... und es ist übrigens unbezahlte Werbung. Wollen wir das mal festhalten? Ja, man muss also eigentlich alles, was wir wirklich mal empfehlen, ist halt wirklich, weil wir es auch nutzen. Bei mir ist der Punkt, ich habe eine sehr, sehr kleine Wohnung. Bei mir ist also wirklich, was Platz angeht,
alles, was ich irgendwie spare oder ja, ich sag mal, optimieren kann, herzlichst willkommen. Und das war so ein Ding, mega geil. Ne? Du hast weil zwei bis drei, wie viel hast du genommen? Ich habe jetzt zwei. Ich habe jetzt auch zwei. Ich mach mal einen dritten. Okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, das ist halt wirklich eine, ja, ich will jetzt nicht sagen eine Herzensempfehlung, aber es ist auf jeden Fall eine unbezahlte Empfehlung. Also, ja, und ja. Es macht einfach Sinn. Also es ist ein Ding, was einfach Bock macht, weil du hast das an der Kühlschrankrückwand, du kriegst so Etiketten bei, kannst rausschauen, was da drin ist. Das sind 12 Döschen. Genau. Finde ich eine coole Geschichte. Ja, das ist wirklich sehr, sehr cool. So. Unterstrich. That's it. Achso. Jetzt einfach nur 2 Minuten Stufe 4, alles nochmal vermischen. Stufe 4 ist bei mir, ich nehme einfach wieder Stufe 4 von 10. Ja, ich nehme einfach wieder Stufe 7 wahrscheinlich, so wie gerade. Ja, ich würde jetzt halt auch nochmal Stufe 4. Wobei jetzt ist er bei mir auf Stufe 4. Ja, ich glaube halt, dass du schon ein bisschen recht hast. Der haut halt eigentlich nur alles irgendwie so. Ich mach bei mir mal Stufe 5 Spaß immer. So. Ja, mach mal. Ich würde bei mir nochmal ausmachen. 2 Minuten. Weil ich mach das jetzt genau. Das ist nämlich der Punkt. Du hast nämlich, glaube ich, schon recht, dass er alles relativ weit nach oben. Ich weiß halt, aber es steht auch in der Empfehlung, ne? Zwischendurch nach unten, bla. Das ist bei mir halt anders aufgrund der großen Fläche und keine Trichter. Ja, ich muss auch nochmal zusagen, ne? Also den Schmetterling, den haben wir ja jetzt sozusagen bestimmt, dass wir den da reinpacken. Ja. Eigentlich soll der da gar nicht, oder? Aber wir sind mal davon ausgegangen, dass es eigentlich besser ist. Das ist richtig. Ob das jetzt wirklich so ist? Ich spüre mir gerade meinen Löffel, da ist nämlich alles voller Curry. Ja. Das zum Abschmecken gleich nicht so perfekt. Warst du wenigstens so korrekt und hast meinen auch mitgenommen? Natürlich. Also nicht? Richtig. Ich weiß nicht, wo der ist. Wo ist dein Löffel? Wo ist dein Löffel? Also, komm. Bei mir ist er gleich soweit. Und? Ich bin ja. Nee, das ist. Oh, das war aber jetzt schnell. Waren das 2 Minuten? Nee, ich habe nur 14 Sekunden jetzt nochmal gemacht. Achso, und jetzt nochmal nach unten meinst du? Genau, jetzt schiebe ich nochmal ein bisschen so nach unten. Hm. Aber guck mal bitte rein. Vielleicht? Guck mal bitte rein. Jetzt mal ohne Witz. Das sieht jetzt schon killer aus. Ja. Aber ist die Frage, ob vielleicht ohne Schmetterling, damit du die Kräuter noch ein bisschen mehr wirklich klein gemacht auch kriegst in der Buttermasse? Ich weiß nicht, ob ich die klein gemacht brauche, so weißt du, ich meine. Nee, war jetzt nur so ein Gedanke. Okay, der ganze Topf geht mit dem Schmetterling hoch. Gut, wir machen es mit dem Schmetterling. Ja, zwischendrin ist auch fies. Es ist wahrscheinlich die Butter damit dran und so. Erstmal rumfüllen gleich etc. Dann ja, genau, sollte der Hase doch laufen. Ne? Ich die Küchenrolle. Ich habe vorhin unser Cookie versaut hier. Kannst du schon mal? Nee, ich habe 15 Sekunden. Warte, ich will gucken. Wir gucken, wie meine aussieht. Hey. Machen, ja, ich glaube, der Ding ist tatsächlich ein Problem. Der Schmetterling? Also bei mir ist jetzt theoretisch fertig. Okay. Die ist killer. Nichts für ungut. Bei mir sieht es episch aus. Ja. Was soll ich sagen? Es ist einfach episch. Ja, das Problem ist, jetzt muss ich... Ich zeig das mal kurz. Kram. Jetzt mal ohne Witz. Das wäre klasse. Das ist echt gut. Also, weißt du, was mich jetzt richtig freuen würde? Wenn es nicht schmeckt, oder? Nee. Nee, es soll ja schmecken, aber ich habe da noch so eine Scheibe Brot liegen, die deine Frau gebacken hat. Hm. Was deine Frau gebacken hat. Wenn wir das jetzt mal eben hätten. Ich muss gestehen, ich würde bei mir, man soll ja auch abschmecken. Herr Papa braucht ein bisschen mehr Pfeffer, ein bisschen mehr Curry. Ernsthaft? Mhm. Bei mir kommt Curry ganz, ganz leicht nur durch. Ja, gut, das ist auch wieder so eine Geschmackssache. Ich find, ja, steht aber auch drin, ne? Also, ich könnte Curry halt auch immer essen. Ich finde Curry auch ein mega leckeres Gewürz. Das mache ich jetzt einfach mal so nach. Das ist halt jetzt ein bisschen blöd. Kriegt jetzt. Nachwürzen ist halt nach Geschmack, ne? Nicht richtig ab, aber. Achso, einmal runterschieben. Und dann würde ich jetzt auch noch einmal. Achso, runterschieben ist ein gutes Stichwort. Ich hole mal einen Spatel. Wie gesagt, kannst du einmal das Stück Brot mitnehmen? Achso, genau. Wo war das noch gleich? Das liegt unten rechts unter diesen ganzen Sachen, was da. Ah, sehr gut. Guck mal, da ist er. Also da ich auch wirklich... Hin, ich muss nach unten hauen. Welches Brot genau war es nochmal? Boah, das ist eine gute Frage. Kann ich dir wirklich nicht beantworten. Ja, meine Frau hat, glaube ich, einen Brotteig gemacht und hat in den Automatikprogrammen dann festgestellt, dass es alleine fürs Brotkneten nochmal 3, 4 verschiedene irgendwie gibt mit Teig hart, Teig weich, dies, das. Also im Cookie jetzt, also, ne? Also genau, im Cookie. Wie gesagt, wir wechseln uns ja immer mal wieder ab, dass wir auch privat oder außerhalb dieser Videos...
damit kochen können. Und ja, ihr backt ja schon seit Jahren Brot selber. Und von daher gab es jetzt mal Brot und das Brot ist episch. Das ist richtig. Welches genau das ist, würden wir dann einfach nochmal in die Beschreibung mit reinpacken, dann könnt ihr das auch nochmal sehen. Aber deine Frau war ja begeistert, wie sie gesagt hat, weil es einfach über die Automatikprogramme geht. Also es ist kein Rezept in Anführungsstrichen, sondern geht über die Automatikprogramme Teigkneten. Das ist genau, glaube ich, woran, also wovon meine Frau so mega begeistert war, wie gesagt, wir haben früher schon etliches am Brot und haben das immer im Thermomix gemacht mit Kneten etc. Mhm. Was die halt daran so geil fand wirklich, ist, dass du beim Gehen lassen, das haben wir auch schon ganz häufig gehabt, diese Wärme von unten halt im Cookie hast, diese 40 Grad. Die sagte, das ist so aufgegangen, dass der ganze Topf bis oben voll war. Ist das nicht beim Thermomix genauso? Nee, warum? Nicht so krass. Weil ach, du den Thermomix musst du in der Ruhe irgendwo stehen lassen. Du hast keine Wärmezuführung von unten beim Gehen lassen. So wie wir es gemacht haben, nee. Weiß ich nicht. Der hat doch Temperatur. Ja, Moment, wir haben TM5, ne? Da weißt du, ob du es von unten kannst. Ja, Temperatur. Aber du hast ja am Ende nur Teig drin, nimmst das Messer wahrscheinlich raus und lässt den Teig dann hier, hast du halt den Teig direkt auf der Bratfläche, sag ich mal, und lässt ihn gehen. Und da kommt von unten die 40 Grad und dann geht es natürlich besser auf. Weil sonst müssen wir irgendwo hinstellen, gefühlt 2 Stunden wie bei Oma unter das Kissen, noch ein Tütchen drum und was weiß ich nicht gehen lassen. Weißt du? So, ich guck nochmal nach. Okay. Meine Butter sieht immer noch episch aus. Ich will ja nicht viel sagen. Deine übrigens auch. Ja, also wir halten es mal rein. Achso, komm. Nehmen wir auch mal einen vollen Löffel, weil es einer geil ist. Genau. Also man sieht, also ja, deine ist... Ja, bei dir ist mehr Grün noch drin. Genau. Meine ist feiner zerstoßen, würde ich behaupten, von Kräutern. Ja. Aber? Das ist alles nichts, man muss ja schließlich mal testen, ob es schmeckt. Und? Mhm. Ich musste bei mir nachwürzen. Mhm. Salzig. Curry. Kräuter. Mhm. Super. Ja. Ja, finde ich gut. Mhm. Also so einfach. Also, so einfach kann es gehen. Ja. So einfach kann es sein. So einfach habt ihr echt eine mega geile Kräuterbutter. Könnt ihr mitnehmen, wenn ihr beim Grillen eingeladen seid. Für euch selbst quasi. Du hast auch die Hälfte von dem Curry da vergessen, sehe ich gerade. Ich habe auch nochmal nachgeguckt. Ja, genau. Weil du auch die Hälfte da einfach drauf liegen lassen. Wie gesagt, könnt ihr auch echt super einfach nachmachen. Ich nehme mal die Arbeit von Dennis ab. Nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren, Glöckchen drücken, damit ihr sofort informiert werdet, wenn es ein neues Video gibt. Und wenn ihr nachmacht, postet das Ding mit Hashtag oder @lovetocookit, damit wir das sehen. Genau, da brauchen wir auf jeden Fall mehr Fotos, mehr Hashtags. Richtig. Ja, also. Da seid ihr nur ein bisschen faul, Freunde. Loslegen jetzt. Also, bis zum nächsten Video, ne? Viel Spaß. Guten Hunger.